Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Survival World. Ja, in der letzten Folge waren wir ein bisschen minen und haben so nebenbei die Kiste hier voll gefüllt. Das wird noch ein Problem, das uns zukünftig oder mich zukünftig noch beschäftigen wird. Ja, diese Folge will ich mal ein anderes Problem in Angriff nehmen, und zwar, wir haben ja immer noch das Problem, dass das hier einfach relativ hässlich aussieht und ich dieses unbedingt, also wirklich sehr gerne, einfach weghaben würde. Und um eben diesen Turm einzubauen, brauchen wir eben ziemlich viel Sandstein. Diesen Sandstein, den craftet man eben aus. Ich kann es euch noch zeigen. Sandstein. So. Hier eben aus 4 Sand. Und ich habe keinen Sand mehr auf Vorrat. Ich habe all mein dieses Bauwerk da reingesteckt. Und das sieht jetzt zwar nach nicht so arg viel aus, aber das ist enorm viel Sand. Und deswegen müssen wir in Betracht ziehen, die Wüste ein Stückchen zu vertiefern. Ich möchte jetzt aber nicht die Gegend hier direkt zerstören und Löcher hinterlassen, auch nicht in weiterer Entfernung, sondern okay, ich habe gerade was ganz Komisches gehört, aber naja. Naja, ich möchte eben keine Löcher hinterlassen und die Gegend hier nicht verschandeln, und deswegen müssen wir wohl oder übel Löcher buddeln und sie danach wieder zubauen, aber mit Sand. Das heißt, wir setzen einen Teil des Sandes aufs Spiel. Aber als erstes müssen wir jetzt mal Orte herausfinden. Und hier sind eigentlich schon relativ viele Orte, die hier möglich sind. Also flache Sachen, und später möchte ich da auch eine Straße hinlegen, sodass wir einfacher dorthin kommen. Vermutlich würde ich dann hier abzweigen und wird vermutlich in diesen Bereich hier reinkommen, vielleicht sogar auch noch hier hoch. Ich suche nämlich nach relativ großen, geraden Flächen, wo man sich keine Stufen merken muss, sodass sie danach relativ originalgetreu wieder aufgebaut werden kann. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Gegend an. Wir werden dort mit einem Auto hinfahren. Jetzt bin ich natürlich schon außer Haus, dann. Also, wir werden den da nehmen. So, okay. Also ich werde mir jetzt einfach mal, also wir werden uns jetzt einfach mal die Gegend anschauen. Darüber müssen wir leider hier rüber. Es ist natürlich schwer, in einer Gegend zu manövrieren, wo nicht mal der Grundstein für eine Straße gelegt ist. Denn ich habe ja relativ früh schon angefangen, die Löcher rauszubuddeln und die Orte für die Straße herauszufinden. So. Wir packen jetzt mal hier. Und schauen uns jetzt mal hier die Gegend an. Wir sind jetzt hier schon in diesem Bereich, also da wollen wir später das, also wenn ich das irgendwo hinbauen. Gerade Flächen, hier sind schon mal viele große gerade Flächen. Was schön ist, das Einzige, was mich stört, sind diese Treibsandflächen, aber dem werden wir eher schwer aus dem Weg gehen. Das heißt, hier wäre irgendwo ein ganz guter Spot, ein bisschen was rauszugraben. Möglichst in geraden Vierecken, das heißt, wir legen jetzt schon mal die Grundform irgendwie, sagen wir, von der Größe hier. Vektor. Wie groß ist der jetzt? 1, 2, 3. So, dann machen wir jetzt dann noch mal so viel und dann. Okay. Aber jetzt habe ich eins zu weit ausgegraben, naja, ist ja auch nicht so schlimm. So, hier ist jetzt eigentlich schon ein ganz guter Ort, finde ich. Hier wird eine Sandfläche entstehen.
Ich würde die gerne relativ nah beieinander haben, also vielleicht so. Das darf ich mich nicht wieder verzählen. Eins. Oh. So, okay. Wir graben jetzt mal von hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hier wird eine nächste Grabungsfläche entstehen. Ich bin gerade am Überlegen, weil mir hier so Löcher drin hat. Also, es wäre theoretisch eine Möglichkeit, hier ein einigermaßen großes Areal als Sandfarm auszuweisen. Das heißt, dass hier dann Sand gefarmt wird und hier wir unseren ganzen Sandbedarf decken. Und wenn wir hier dieses Gebiet ausgeschöpft haben, können wir das auch sagen, wir graben dann alles zu. Ich glaube, so machen wir es sogar. Das ist, glaube ich, die einfachste Methode. Seht ihr das da hinten? Da, wo jetzt mein Fadenkreuz gerade drauf ist? Also, das da. Schauen wir uns mal an. Ich hoffe, es ist kein riesiger Mobspawn oder sowas. Ist, glaube ich, Farmcraft. Scheiße. Okay, wir müssen. Okay. Falls wir es zu unserem Truck schaffen, ist das unser Ticket in die Freiheit. Ich glaube, wir haben es relativ gut geschafft. Okay. Das ist ein Farmcraft. Also Farmcraft, diese Kriege habe ich schon einmal gesehen. Zwar in einer älteren Version, aber es entspricht demselben Prinzip. Das bedeutet, die sind einigermaßen stark. Und vermutlich wird also entweder ist es ein Portal, das zufällig auftaucht, oder es ist ein Portal, das immer wieder an derselben Stelle auftaucht. Beides Mal ist es nicht gut. Einmal für das Gebiet und einmal für mich. Okay, werde nicht in der Tiefgarage parken jetzt. Ich werde es so wie viele andere Male machen. Ich werde hier wie beim Hotel vorfahren und werde dann einfach hochrennen. Es ist nämlich praktisch, eigentlich hohe Häuser zu haben, weil da kann man nämlich fast immer schlafen, außer wenn die Mobs dir hochlaufen. Weil die Mobs müssen ja, wenn du schlafen kannst, also wenn man schlafen kannst, in Minecraft müssen wir eine bestimmte Blockanzahl entfernt sein. Entschuldigung. Und ich glaube, das erklärt sich von selbst. Okay. Was vielleicht auch eine Idee wäre, was wir mal machen könnten, wäre eine Art Katapult, das mich in die Luft schießt, wo ich dann den Hängegleiter ausfahren kann und dann wegfliegen kann. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich mit TNT-Kanonen noch nie so einen großen Erfolg hatte. Ehrlich nicht. Ganz oft hat es einfach nicht funktioniert, weil die meisten arbeiten ja mit Wasser. Ich weiß, das ist eine Spinne. Die meisten arbeiten mit Wasser, dann ist halt das TNT im Wasser hochgegangen. Das macht ja nichts. Was sonst? Stimmt, hier haben wir noch das da. Das ist ja
Hier musste ich ja beim Tiefgaragenbau, ich weiß nicht, ob ich das je gezeigt habe, hier ein bisschen was reinbauen musste, ein bisschen was abbauen, sodass die Straße Platz hatte hier zum Hochfahren. Ja, das war auch eine ganz schöne Arbeit. Naja, aber jetzt ist es ja geschafft. Für die, die es nicht mehr wissen, die war ja früher ein Parkplatz. Ich glaube mit 5 oder 6 Parkplätzen. Dann gab es hier eine Straßenabzweigung. Und dann eben zu der Straße hin. Jetzt gibt es es nicht mehr. Jetzt gibt es eine Straße hierher. Nach da hinten und zum Strand. Da, wo ich die Squids farme. Ich bin. Naja, theoretisch können wir auch irgendwann mal eine Squid-Farm angehen. Aber die ist viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist das eine wirklich schlimme Arbeit. Naja. Aber da wir jetzt das Sandfarmgebiet hier ausweisen konnten, hier werden wahrscheinlich Farmen entstehen. Und da. Hier, da, vielleicht dann noch hier vorgezogen, dass es dann hier noch so weitergeht. Aber jetzt, da ich leider meine Arbeit noch nicht dort beenden konnte, werden wir sie jetzt beenden. Und zwar, als erstes würde ich jetzt mal schnell den Sandstein platzieren, was ja nicht zu viel ist. Also das ist wirklich nicht viel Sandstein. Das ist ja gerade mal ein bisschen mehr als ein Stack. Also fast 2 Stacks. Und dann, wenn wir oben sind, werden wir mit dem Hängegleiter, sofern ich nicht runterfalle, Richtung da hinten fliegen. Das ist jetzt der Plan, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. So, immer schön Schicht für Schicht. So. Das einzigste Problem, was es hier gibt, ist, dass da um die Ecke zu kommen. Da bin ich schon so oft gescheitert. Und zwar springen hier. Also man schafft's, dass man da um die Ecke wirklich gehen kann. Deswegen bin ich jetzt gerade auch nicht gesprungen und so schnell kann ich auch nicht reagieren. Außerdem hilft das wahrscheinlich meistens nicht viel. Hallo? So, okay. Jetzt haben wir schon fast wieder den Stack verbraucht. Idee. Dort kann man ja einigermaßen schnell wieder hinbauen. Nicht blöd. Nicht hinbauen, sondern abbauen. So. Jetzt machen wir das dann kurz noch hier zu Ende. Ist ja voll. Also, das ist wirklich was im Vergleich, was ich da am Anfang. Da habe ich ja bestimmt 10, 12 Stacks an Sandstein hier hingebaut. Also dagegen ist es wirklich nichts. Okay, jetzt. Aber ich muss sagen, obwohl ich am Anfang dagegen war, war die Monster Farm eine wirkliche Bereicherung. Ursprünglich wollte ich ja sowas überhaupt nicht bauen, weil ich das als zu schwierig, zu ressourcenintensiv und vor allem zeitintensiv wahrgenommen habe. Sie war zeitintensiv, ressourcenintensiv, naja. Aber auf jeden Fall habe ich einen Nerv gebraucht dafür. Weil ich bin so oft da gestorben. So, jetzt können wir es wollten. Und zwar den Bereich hier und sichern. Jetzt seht auch mal, wie das Claimen funktioniert. Und zwar habe ich das Claimen über diese Feed the Beast Mods gemacht. Wobei ich muss dazu sagen, dass ich das als einen der besten Claim-Systeme ganz Minecraft empfinde. Weil das ist so einfach. Bei anderen, da muss man dann den Chunk markieren und sonst was machen. Da finde ich das viel angenehmer. So. So.
Okay, wir müssen jetzt mal ein Stückchen weiterlaufen. Was ist denn da? Seht ihr das da? Jetzt claimen wir zu Ende, das können wir uns ja irgendwann mal später anschauen. Wir werden sehen, dass ich vielleicht mir sogar, ich hoffe, dass mein anderer Mitspieler, den ich noch hier mit dabei habe, der zwar sehr inaktiv ist, mir nicht dieses Gebiet wegschnappen will und sich dann einfach da ein paar Chunks kennen. Deswegen verbinde ich das immer mit meinem Bereich. Oh, das ist ja schon verbunden. Das war ein Zufall. Um eben zu vermeiden, dass so etwas passiert. Da ich das nicht so richtig fair finde. Aber trotzdem, man muss von anderen Menschen immer alles erwarten. Das ist leider das Schlimme an der Menschheit. Was sieht man ja, glaube ich, oft genug heutzutage in der Politik. Jetzt nicht unbedingt bei uns, aber woanders. Naja. Man muss von Menschen die größte Dummheit, das größte sonst eigentlich immer das Schlimmste erwarten, damit man darauf gefasst ist. In den meisten Fällen ist man dann nicht mal darauf gefasst, weil die Menschen immer noch dümmer sein können. Naja, gehen wir mal unser Level ab. Okay, Level abgegeben. Ging ja eigentlich mal einigermaßen sehr, echt schnell. Aber das wird noch ewig dauern, bis wir diese XP-Tanks voll haben. Und ich bin mir nicht mal sicher. Ursprünglich wollte ich ja das Projekt mindestens 100 Folgen lang machen. Wollte ich unbedingt. Ist mein voller Ernst. Mittlerweile sage ich, das war, bis die 25 Folgen gingen schon einigermaßen schnell und leicht. Also da konnte ich mir noch was herwerzen, aber war langsam. Ups, jetzt bin ich aus dem Tab rausgesprungen, weil ich mit Linux arbeite und da gibt es, wenn man auf die Windows-Taste beziehungsweise Super-Taste, wie es in Linux heißt, draufdrückt, dann kriege ich so ein ganzes Feld voll allen Fenstern. Das ist oft angenehm und manchmal auch nervig, wenn man halt irgendwie da zufällig drauf kommt. Aber ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht das Böse meine, sondern ich bin positiv überrascht von Linux. Naja, aber darüber wollen wir ja nicht sprechen. Sondern ich muss sagen, dass mir langsam die Ideen ausgehen. Wirklich, ich habe keine Ideen mehr, was ich noch machen kann. Klar, es gäbe noch den Ender Dragon, den zu besiegen, aber ich kann sagen, dass ich da sehr stark scheitern werde. Es gibt noch das erweiterte End jetzt ja in dieser Version schon, glaube, ist relativ neu in der 1.12.2. Ich glaube, es kommt noch erst in der 1.11 dazu oder so. Also ich muss dazu sagen, ich war noch nie im erweiterten End. Und ich habe auch nicht richtig verstanden, wie man da hinkommt. Da ich eher selten diese neueren Versionen spiele, da eben die meisten Mods, also ich spiele meistens mittlerweile mit Mods und spiele weniger Survival. Und die meisten Mods sind in 1.7.10. Ist natürlich schade, weil da sind einige Performance-Probleme, aber was soll man machen? Warum ist denn da? Hey. Seht ihr jetzt? Ich stehe jetzt direkt über dem Mob, der muss da unten sein. Aber ich habe hier keine Höhle ausgraben. Der einzigste Bereich auf dieser Höhe ist dieser ausgegrabene Bereich. Ja, ich glaube, ich beende jetzt dann auch an dieser Stelle die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert auch sehr gerne, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und vor allem schreibt bitte eure Ideen, was ich denn noch machen soll in diesem Projekt, in die Kommentare. Sonst muss das Projekt wahrscheinlich sehr schnell auf Eis gelegt werden. Weil ich habe keine Ideen mehr. Wirklich nicht. Ich habe jetzt so ungefähr alles. Man kann auch dies und das und. Schreibt mir gerne eure Ideen, was ihr noch machen wollt, in die Kommentare und ich wünsche euch gute Ideen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.